Der 911 Dakar fühlt sich abseits befestigter Straßen genauso zu Hause wie auf Landstraßen. Dass er sich abseits dieser nicht befestigten Straßen so wohl fühlt, ist ganz wesentlich das Ergebnis einer Reihe von technischen Maßnahmen, die wir umgesetzt haben. So ist die Fahrzeughöhe des 911 Dakar gegenüber einem 911 Carrera mit Sportfahrwerk um 50 mm höher. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, über das serienmäßige 4-Corner-Lift-System die Höhe um weitere 30 mm anzuheben. Diese 30 mm sind bis zu einer Geschwindigkeit von 170 km/h verfügbar, sodass dem Kunden in schweren Offroad-Bedingungen maximaler Fahrspaß zur Verfügung steht. Oberhalb der Geschwindigkeit von 170 km/h fährt das Fahrzeug automatisch wieder in seine Normalposition zurück. Wir haben für den 911 Dakar einen neuen Reifen entwickelt, den Pirelli Scorpion All-Terrain Plus mit einer Profiltiefe von 9 mm und verstärkten Seitenwänden. Damit ist es uns möglich, auch in schwerem Offroad-Gelände wirklich mit maximaler Sicherheit zu fahren. Ich selber konnte mich schon in der Wüste davon überzeugen, dass mit diesem Reifen wirklich unglaubliches Fahrerlebnis und Fahrvergnügen spürbar ist. Darüber hinaus ist dieser Reifen bis zu einer Geschwindigkeit von 240 km/h zugelassen. Und auch auf Landstraßen und auf Autobahnen kann man hier wirklich mit einer hohen Dynamik, mit einem unglaublichen Fahrkomfort die Straßen genießen. Der 911 Dakar wiegt 1605 kg und ist damit lediglich um 10 kg schwerer als der 911 Carrera 4 GTS mit PDK. Das Ganze haben wir geschafft, indem wir Leichtbaumaßnahmen umgesetzt haben. Zum einen den feststehenden Heckflügel in CFK. Wir haben den Deckel vorne in CFK. Das ist der Deckel aus dem 911 GT3. Wir haben am Fahrzeug Leichtbauverglasung. Und wir haben Sportschalensitze im Interieur und wir haben die Rücksitzanlage entfallen lassen. Für die Offroad-Fähigkeit ist am Fahrzeug sowohl am Schweller ein Aluminiumblech dargestellt. Am Bugteil haben die Ingenieure aus Weisach ein Edelstahlblech umgesetzt, das letztendlich nochmal Schutz bietet. Und das Gleiche haben wir auch am Heckteil. Das Fahrzeug hier ist im Rallye-Design-Paket dargestellt. Dieses erinnert an den legendären Gesamtsieger der Rallye Paris-Dakar von 1984. Wir haben eine Zweifarbenlackierung in Weiß und Enzianblau mit einem aufgeklebten Dekorstreifenset in Rot und Gold. Wir haben auf der Seite die Startnummer, die für den Kunden von der Nummer 1 bis 999 verfügbar ist, und haben den Rough Roads Porsche Schriftzug an der Seite. Und in diesem Rallye Design Paket ist das Fahrzeug wirklich ein absolutes optisches Highlight. Passend für ein so exklusives und sportliches Fahrzeug haben wir die Vollschalensitze. Wir haben die Rücksitzanlage entfallen lassen und wir haben einen Überrollbügel im Fahrzeug. Darüber hinaus haben wir die Racetex-Ausstattung im Dakar-Fahrzeug. Die Ziernähte und die Gurte sind hier passend zum Exterior-Design in Blau dargestellt. Ein nettes Detail haben wir noch. Das Reifenprofil und den Roughroad-Schriftzug projizieren wir beim Aussteigen und beim Öffnen der Tür auf die Straße. Der 911 Dakar hat den 3,0-Liter Biturbo-Motor aus den GTS-Modellen mit 480 PS und 570 Newtonmeter. Zusätzlich das 8-Gang-PDK-Getriebe serienmäßig. Wir haben die Motorlager aus dem 911 GT3, PDCC und serienmäßig die Hinterachslenkung. Und weiterhin haben wir im 911 Dakar serienmäßig die Sportabgasanlage. Ein feines, aber funktional sehr wichtiges Detail im neu gestalteten Heckteil ist die aus Aluminium geschmiedete Bergeöse, die wir gleichermaßen auch am Bugteil haben. Auf dem Dach haben wir die 12-Volt-Steckdose, die die Zusatzscheinwerfer im Dachkorb mit Strom versorgt. Natürlich gibt es auch wieder eine passende Uhr exklusiv für Kunden des 911 Dakar. Diese ist von Porsche Design Timepieces und ist exakt abgestimmt auf das Design
des Fahrzeugs.